Moin Freunde, Shane Tays GTV Reviews, bin wieder am Start und heute gibt es die Fanta Ananas, ich habe das noch nie getrunken, mega nice, aus der World of Sweets Bestellung, die ich hier schon gereviewt habe und geunboxed habe. Mega nice, ich bin übelst gespannt, ich will unbedingt diesen Geschmack wissen. Lasset es uns tun, Freunde der Sonne. Es klingt für manche falsch, ihr wisst, was ich meine. Oh. Ich habe hier mal so ein Feinschmeckerglas. Das hat mir ein Kumpel mal überlassen. Der hat nämlich eine Kneipe aufgekauft, die er aber als Wohnbude nutzt. Clever gemacht an dieser Stelle. Der sitzt immer am Hahn, Alter. Gut, das ist aber nicht die Sache hier. Wir probieren Fanta Ananas. Prost. Geil, Mann. Hört ihr das Schlucken im Mikro? Das ist doch herrlich, oder? Freunde, schmeckt ein bisschen wie dieser Ananassaft aus diesen Fertigkonserven, also wo diese Ananasstücke drin sind. Aber nicht allzu süß wie dieses Produkt. Aber es ist lecker. Es ist lecker. Man merkt auf jeden Fall das Ananasaroma, aber man würde niemals erkennen, dass das Fanta ist. Dass es irgendwie von Fanta ist. Es kann ja sein, dass die irgendwie so ihre eigene Note so mit reinmachen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich würde nicht sagen, dass das Fanta ist. Es ist mega lecker, ohne Scheiß. Wahnsinn, Freunde, ohne Scheiß. Also es gibt ja auch noch andere Sorten bei World of Sweets und auch allgemein so im Netz zu kaufen. Ich würde da gerne mal alle probieren. Aber ich glaube, es gibt kein Paket, wo wirklich alle Fanta-Sorten drin sind, die man so, die so auf der Welt verfügbar sind, sage ich mal. Das wäre echt übel geil. Einfach mal, um das zu testen, um diese Geschmackssorten, es gibt ja so viele verschiedene, wo du so als normaler Deutscher, sage ich mal, gar nicht rankommst. Was ich überhaupt sowieso nicht verstehe, dass im Ausland so viele verschiedene Sorten verfügbar sind, während in Deutschland so 3, 4 Sorten da sind oder so. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja immer so, dass diese guten, leckeren, diese ausgefallenen Sorten immer aus dem Ausland kommen. Und warum ist das so? Habt ihr da eine Idee? Ich weiß es absolut nicht. Würde mich mal echt interessieren. Gibt es da irgendwelche Richtlinien, die erst bestätigt werden müssen, damit das eingeflogen werden kann? Oder weiß der Geier? Ich verstehe es nicht. Warum gibt es im Ausland immer die leckeren Sorten? Die besseren Sorten? Die viel interessanteren Sorten als Cola? Bei World of Sweets hast du Cola, Kirsch mit Vanille. Alter, was ist da denn los? Reviewen wir auch noch, im nächsten Video vielleicht. Oder im übernächsten, mal gucken. Freunde, ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Ja, ich kann großartig nichts mehr dazu sagen. Es ist mega lecker. 5 von 5 Shane Schillers an dieser Stelle. Richtig geil. Prost. Haut rein.